liebe Zuschauer, ich muss sie Ihnen gar nicht vorstellen. Österreichs beliebteste Schlagersängerin Simone, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, hallo. Ja, hallo. Ist schön, ne, wenn man so eine kleine Runde drehen kann mit dem Radl, Sport machen. Sport ist auch dein Ding, oder? Ja, ich mache sehr gerne Sport. Ich muss sagen, das Radeln ist vielleicht nicht ganz so meins, obwohl ich es heute sehr genossen habe. Aber ich tauche gerne, ich tanze gerne, mit meinem Mann natürlich. Und ja, deshalb, eigentlich, ich mache alles, was mit Sport zu tun hat. Tauchen, du warst jetzt gerade erst in Ägypten im Urlaub auch, gell? Ja, haben wir eine schöne Zeit verbracht. Das glaube ich. Ich war noch nie in Ägypten, aber ich höre immer wieder, dass das zum Tauchen natürlich der absolute Hammer sein muss, oder? Ja, das ist ein wunderbares Land und du solltest vielleicht auch mal reinschnuppern in den Tauchsport. Also bei mir hat es über einen Schnupperkurs, ich habe wirklich mal so einen Tauchschnupperkurs gemacht, so mit 3 Metern. So fängt es an, ganz harmlos. Und dann kommen die Haie und die Mantas. Und ich habe mich halt als Kind schon sehr für die Meereswelt interessiert. Und jetzt muss ich sagen, bin ich ein großer Walfan und bin auch sehr interessiert am Walschutz natürlich, weil im Meer hat ja alles begonnen und super. Wir müssen einfach auch ein bisschen auf unsere Meerestiere schauen, weil die sieht man also ja nicht so. Thema Tierschutz ist natürlich, haben wir auch wieder eine Gemeinsamkeit. Ich bin ja auch Tierschützerin und deswegen, also Walschutz ist für dich ein ganz wichtiges Thema. Ja, du bist sehr engagiert. Ja, ich interessiere mich halt auch für die ganzen Tierschutzorganisationen und kann, wenn es meine Zeit erlaubt, natürlich auch den ein oder anderen Benefizauftritt dann machen. Super, das ist toll, wenn man seinen Namen eben auch nutzen kann, um da irgendetwas zu tun, um etwas zu bewegen. Genau, und das macht dann auch viel mehr Spaß, manchmal sogar als ein ganz normales Engagement, weil das Herz dann noch mehr voll dabei ist. Ja, Simone, du hast gerade schon mal gesagt, du bist begeisterte Tänzerin. Ja. Du tanzt unheimlich gerne. Was sind deine Lieblingstänze so? Also mein absoluter Lieblingstanz ist eigentlich der Jive, aber ich tanze auch sehr gern mit meinem Mann den Mambo. Und Mambo, das war ja auch ein Song von dir, wenn ich mich erinnere. Also ich habe Mambo-Fieber natürlich mal gesungen. Das Mambo-Fieber habe ich ja damals mit dem deutschen Fernsehballett getanzt, mit meinem lieben André, der mich dann immer über die Bühne geschoben hat. Der hat immer genau jetzt und jetzt nach links. Auf den ist immer Verlass. Auf den ist Verlass, auf jeden Fall. Ja. Aber ihr studiert euch dann richtig Tänze ein? Werden die dann irgendwo aufgeführt auch? Ja, na klar. Also wir machen dann auch so kleinere Tanzaufführungen, aber wir haben eben auch schon im Fernsehen getanzt und mein Mann ist halt sehr streng zu mir dann auch und er schimpft dann manchmal auch, wenn ich einen kleinen Fehler mache. Aber beim Tanzen soll ja der Spaß im Vordergrund stehen. Das ist wichtig. So, es ist doch schön, wenn einen so ein tolles Hobby miteinander verbindet. Und du hast ja genauso wie ich ganz früh angefangen zu singen. Ja. Wann war denn für dich klar, dass du Sängerin werden möchtest? Ganz so früh wie du habe ich nicht begonnen, aber ein bisschen später, also mit 15, habe ich in der Schule begonnen und mit einer Schulband. Und da hatten wir unseren ersten Auftritt dann bei der Schulabschlussfeier. Da war ich total aufgeregt und ich glaube, ich habe mich auch ein paar Mal versungen. Aber das ist doch unwichtig. Da ist auch wieder, da zählt der Spaß, der im Vordergrund ist. Das ist doch schön. Ja. Und du hast uns natürlich heute auch ein wunderschönes Lied mitgebracht. Ich möchte niemals...